Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Oddworld Soulstorm. Wir sind immer noch dabei, hier die Mudokons von ihrer Krankheit zu befreien und müssen noch ein ganz paar finden. Wir fahren jetzt nochmal eine Etage hoch. Und hier sind wir ja eigentlich gekommen, ne? Aber hier war doch keiner mehr auf dem Weg. Geht's hier noch hoch? Nö. Wo waren denn die ganzen restlichen? Hier hinten ging's nur zur Mine. Wir gucken nochmal fix, aber hier sind wir ja hergekommen. Vielleicht habe ich ja doch noch was übersehen. Ui, das war knapp. Aber ich glaube eigentlich nicht. Was hat der Schalter gemacht? Ach, oh nein, unsere Mudokons. Verdammt. Ach nee, damit sind wir ja gerade hier runtergefahren. Also eigentlich alles gut. Wir können wieder zurück. Das war gerade ein bisschen doof von mir, Entschuldigung. Da unten ist aber noch ein Eingang. Oder sind wir durch den rein? Ne, wir sind durch den Eingang rein und durch den anderen wieder raus, ne? Ah, hier unten ist noch einer. Damit haben wir 6 Stück, einen brauchen wir noch. 10 Fackeln, leer und leer, okay. Das war der Eingang hier? Ich glaube schon. Wohl, dann wäre ich doch hier runtergesprungen, oder? Wir gehen mal kurz hier rein. Noch ein Geheimareal und noch ein Mudokon. 2 sogar, cool. 3 sogar, Entschuldigung, rechts ist ja noch einer. Und da haben wir ihn. Es werden immer mehr. Und jetzt sehen wir auch mal, sind das hier 2 oder einer? Aus wie 2, ne? Das hat sich doch mal richtig gelohnt, nochmal nach hier hinten zu gucken. Sehr gut. Dann haben wir noch ein Chalet Royal und dann haben wir noch dieses komische Teil da hinten. Chanten hilft dir dabei, die Mudokons in deiner Anhängerschaft zu retten. Vogelportal. Was ist denn, wenn ich jetzt chante? Gar nichts. Die chanten alle mit. Eine Chant-Party sozusagen. Wir können hier nochmal reinchanten. Ja, jetzt haben wir die zwar gerettet. Aber ich glaube, wir brauchen noch 7 Leute, um das Ding da vorne zu aktivieren. Es kann sein, dass das gerade doof war. Ja, komischerweise haben wir 4 weiße Symbole unten und 6 grüne. Na, ich hoffe mal nicht, dass ich mir jetzt ein Eigentor geschossen habe damit. Ach nein, wir haben nur die drüben gerettet, weil die nicht mit hier durch können. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir hier die 4. Das sind die weißen und die anderen sind gerettet. Gut. Also halb so wild. Bringt uns jetzt aber trotzdem nicht näher ans Ziel. Ey, guck mal, da ist ja noch einer. Dann haben wir 5, also brauchen wir jetzt noch 2, dass wir das Teil vorne öffnen können. Aber der ist jetzt komischerweise auch grün. Komisch. Aber wir haben auch genau 7 Symbole, die weiß werden könnten, bevor die grünen losgehen. Naja. Wird sich schon alles noch auflösen. Jetzt müssen wir halt bloß mal schauen, wo wir jetzt noch hin müssen. Da oben ging es auf jeden Fall nicht weiter. Was ist denn mit dem Hebel? Er hat aber hier ja auch nichts verändert, ne? Nö. Also wieder runter. Dann müssen wir wohl doch auf der Etage nochmal ein bisschen weiter schauen. Was ist denn, wenn wir hier reinlaufen? Kommen wir bloß in die Mine, ne? Hatten wir in der Mine ein... Lass mich mal ganz kurz hier mit dem Chant-Ding mal durchschauen. Ich glaube, die lagen immer, wenn dann, vor den Minen, ne? Ja. Also nochmal wieder raus. Hatte ich hier schon reingeguckt? Ja.
Fenster aus, nicht Fight Box. Dann gucken wir doch noch mal hier hinten lang. Aber hier kommen wir auch nur in die Mine rein. Das bringt uns alles nichts. Die kommen ja auch schließlich nicht mit. Was haben wir denn jetzt hier? Hör an, was sie zu sagen haben. Okay. They say the old ones found strong medicines growing in deep, dark places. No doubt these old mine shafts hold some molds or mosses that could help us. Sollte das jetzt noch einer sein, der hier liegt? Sah so aus, als hätte er sich halt runtergebeugt zum Gucken. Und haben wir einen mehr bekommen? Ich glaube, wir haben 7 Symbole jetzt, ne? Nee, haben wir nicht. Ach, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Vielleicht klappt es ja schon. Yep. Hat funktioniert. Perfekt. Alle drin? Ach, ist das schön. Ich hätte die gerne immer alle bei mir. Eine kleine Anhängerschaft, die mitkommt und ein bisschen mitprügelt. Ist doch gar nicht so verkehrt. So, wo gehen wir uns erst lang? Rechts, links? Schwierige Entscheidung. Den Checkpoint haben wir auf jeden Fall schon mal. Sagen wir, laufen jetzt erstmal hier rechts lang. Ich hoffe mal, die kommen schnell genug hinterher. Langsam sind sie alle, aber egal. 2 Stück haben wir noch hier. Sind das jetzt wirklich alle? Ich glaube, wir haben ein paar auf dem Weg verloren. Na, hoffentlich kommen sie wieder. Nein, ich wollte nicht da rein, ich wollte den Typen retten. Naja, gut, dann gucken wir uns mal schnell das Geheimareal an. Wenn wir einmal hier drin sind, stecken wir uns doch glatt. Wir müssen wieder Fatoline finden. Wasserflasche, Kabelset und Batterie. Und noch eine Blechdose. Doch noch einer in der Mine. 2 sogar. Noch eingerettet. Also ich denke mal, die Weißen sind die essentiell wichtigen und die Grünen sind einfach nur die zusätzlichen, die wir retten können. Komm ich hier rein mit Rollen? Nö. Weiß nicht, welche Uhrzeit es ist, mein Kleiner. Glaube, das war's schon, ne? Ich will nochmal kurz hier runterschauen. Na, hier geht's noch runter. Wo geht's hier hin? Aufzug, kein Strom. Ist bloß der Aufzugsschacht. Würde uns da hochführen. Anders kommen wir da nämlich nicht lang. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Fatoline noch finden, um hier den Strom wieder anzuschalten. Aber es geht hier auch noch tiefer runter. Aber hier rüber können wir nicht, ne? Doch, kommen wir auch. Irgendwas hängt da Schönes. Steinbeutel, du hast ein neues Item entdeckt. Stein, ein kleines Stück des Mutterlands, das in deine Tasche passt. Seht euch vor, Fledermäuse. Gut. Steiniger Abgang. Flattermiedel, zahmen, scharfe kleine Klauen und giftige Zähne, die bei Berührung Schmerzen verursachen. Wirf Steine auf sie, um ihnen das Licht auszuknipsen und ihr Gift zu sammeln. Ich möchte nicht gegen Fledermäuse kämpfen.
Hier geht's nicht weiter. Macht bitte vorsichtig, ne? Nicht runterfallen hier. Ach, shit, 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 shit. Ich hoffe doch nicht, dass die meine Kumpels fressen. Wo sind meine Kumpels hin? Ach, die sind runtergesprungen. Die waren schlau. Beruhigt euch. Ich glaube, die beruhigen sich nicht mehr. Doch. Ich glaube, das wäre eigentlich nur eine Falle gewesen hier. Wir hätten die hier irgendwie runterlocken können und hätten hier eine... Wohl, Feuer haben wir nicht, um hier eine Bräuflasche zu werfen. Ja, keine Ahnung, egal. Wir haben es zum Glück überlebt. Und wir haben das Fettolein gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt als nächstes zum Generator das ganze Ding einschalten. Dann kommen wir mit dem Aufzug wieder dort hoch. Und da haben wir wieder so ein lilanes Ding, wo wir unsere Kumpels hier retten können. Ich hoffe, sie überleben es. Ich habe echt Angst, dass die meine Kumpels fressen. Lasst mich mal überlegen. Könnten wir das hier unten jetzt schon anschalten? Klingt so, als würden die mir gerade hinterhergerannt kommen. Ja. Nein, schalte den Generator in der Nähe ein. Also oben. Sie haben überlebt. Sehr gut. Also einmal hier. Ja, Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen erhöht. Das ist in Ordnung. Ist ja schön, dass es uns das wenigstens anzeigt. So, dann runter mit dir. Noch eine Etage. Ach, hier haben wir die Fledermäuse jetzt. Wo haben wir denn die Steine? Hier sind sie. Hat das irgendwas gebracht? Aber jetzt haben wir schon wieder keine Steine mehr. Na, sehr cool. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwas gebracht hat. Vielleicht können wir auch mit Wasser auf die werfen. Ach, wir rennen einfach schnell durch. Was soll der Spaß? So, schnell. Kommt rein alle und hoch mit euch. Jetzt werdet ihr gerettet. Ja, ich muss wieder durch die Fledermäuse. Mist. Ach nein, oder? Doch. Ich hatte die Hoffnung, ich komme hier oben wieder lang. Leider nein. Naja, wir rennen jetzt einmal schnell durch, aber mit drei Steinen war hier echt gerade nicht viel zu machen. Ah, ist viel zu machen, ne? Ja, ist gut. Was war denn da drüben noch? Ach, da haben wir die Steine gefunden. Das war der Tipp mit den Steinen, okay. Sehr schön. Da haben wir weitere Mudokons gerettet. Hier haben wir noch den hier. Wuhu! Du hast es geschafft. War einfach mal gar nichts drin, warum auch? Wir nähern uns dem Ziel. Wir haben schon fast alle gerettet. Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Haut ihr euch? Ja. Ach, schaut mal, das sind die anderen. Haben gewartet auf uns. Ach, ist das schön. So eine ganze Anhängerschaft. Manche haben einen Helm, manche nicht. So, mit dem Ding sind wir gefahren, also geht es jetzt hier in die Richtung weiter. Wir haben einen weiteren Tipp. Warte hier. Drücke Pfeil nach unten, um deine Anhänger an Ort und Stelle warten zu lassen. Drücke nach oben, damit sie dir wieder folgen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche Taste das auf dem Computer ist. Ja, cool. Laola-Welle. So. Ja, welche Taste ist damit auf dem Computer gemeint? Es wäre gut zu wissen, weil ich denke, der Tipp ist nicht ohne Spaß da. Schleichen, dann schleichen alle. Mit Q kommen wir bloß ins Inventar. Ach, das ist das. Hä? Ja.
Gut, wir haben sie warten lassen. Das waren die Dinger, die wir vorhin schon entdeckt haben. Okay. Wir lassen die jetzt einfach mal dort warten. Nicht, dass denen doch noch was passiert. Wusste ich doch, dass hier was ist. Was haben wir hier? Fat Station. Loop Fool. Sieht ein bisschen aus wie das Shell-Zeichen. Ein weiterer Mudokon. Ich wollte gerade sagen, warum sind denn die jetzt da unten orange? Aber natürlich orange war das Symbol fürs Warten. So, rein mit dir. Tarnte mit LT, dann nutze L um den Vogelkreis. Wissen wir doch schon. Weiß nicht, ob wir die anderen hätten auch schon retten sollen. Hätten wir die jetzt mit hier hochgekriegt? Wir probieren das mal noch fix. An sich wäre es doch kein Problem gewesen, die mit hierher zu holen. Wenn das Spiel das zulässt, dass wir die hier retten, dann machen wir das doch. Bevor wir jetzt hier irgendwo weiter wegrennen und nie wieder zurückkommen, folgen. Folgen. Jetzt. Komischerweise verlieren dann manche ihren Helm. Solltet ihr doch alle schaffen, ne? Da retten wir die jetzt alle. Schaffen die nicht? Doch, schaffen die. Kommt. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Sind das alle? Ne, da kommen nämlich noch welche. Sage ich doch. Zwei noch. Kommt ihr auch noch? Sehr gut. So, dann kommt mal mit und dann retten wir euch alle. Ich hoffe halt wirklich nicht, dass wir die noch für irgendwas brauchen. Aber okay, es rettet nur die Grünen. Anscheinend. Und die, die wir noch brauchen oder andersrum. Auf jeden Fall hat sich das Spiel was dabei gedacht. Die kommen jetzt hier nicht weiter mit hoch. Dann wartet halt. Und ein weiterer Checkpoint. Laufen erstmal hier unten lang. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man jetzt oben lang gekommen wäre. Hab's nicht genau gesehen. Aber das kriegen wir später noch raus. Hier unten ist nichts weiter. Wir müssen hoch. Wir können hier weiter mit der Gondel fahren. Oh, oh, er klemmt. Du schaffst es, Abe. Zieh, Junge, zieh! Oh, oh. Ich hoffe, das Ding hat gute Bremsen. Ah, wir haben es geschafft. Okay. Das hätte man ja vorher mal sagen können. Dann wäre ich doch nochmal den anderen Weg lang gelaufen. Und vor allem, was ist, wir haben 11 Mudokons gerettet. Und 24 bloß. Jetzt haben wir uns so viel Arbeit gemacht. Aber das hätte ich ja nicht wissen können. Ich dachte, da geht's weiter. Wir fahren irgendwo ein kleines Stück hin. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass wir es schaffen, alle zu retten. Keine Ahnung, was mit denen jetzt ist, die alle noch gewartet haben. Ich sag mal, wir hatten noch mehr als 11, oder? Kein Plan, ob die jetzt mit reingezählt haben oder nicht. Naja, wir machen dann einfach in der nächsten Folge mit der nächsten Mission weiter. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.